Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Konrad Elektronik Adventskalender 2021 Schwerpunktthema Schmidt-Trigger und da machen wir jetzt Türchen Nummer 14 auf. 14. Da ist eine weitere grüne LED drin. Ja. So, gucken wir mal, was wir damit tun sollen. Lichtgesteuerter Schalter. Hinter Türchen Nummer 14 finden Sie eine weitere grüne LED. Sie soll diesmal aber nicht als Leuchtdiode, sondern als Lichtsensor eingesetzt werden. Die beiden grünen LEDs werden scheinbar falsch herum, also in Sperrrichtung eingebaut. Sie arbeiten dann als Fotodiode und leiten bei Belastung einen sehr kleinen Strom durch die Beleuchtung oder Abschattung kann eine der beiden LEDs können den Zustand Ausgänge gezielt umschalten. In Sperrrichtung fließt im Normalfall kein Strom durch die Diode. Bei mittlerer Beleuchtung kann jedoch ein kleiner Strom von wenigen Nanoampere fließen. Wenn nur eine der beiden LEDs leuchtet, wird eine der beiden LEDs beleuchtet wird, ändert sich die Spannung in ihrer Richtung. Der erste Adventskalender, den ich überhaupt auf YouTube jetzt gemacht habe, vor Jahren. Da ging es um die Darlington-Schaltung und das ist hier im Prinzip auch als ich mir jetzt bei YouTube mal bei Wikipedia mal die Pläne angeguckt habe, wie baut man den eigentlich originär nach, da kam genau das raus, dass das im Prinzip der Schmidt-Trigger im Prinzip auch so eine Art Darlington-Schaltung ist, der Transistor als Verstärker. Und wenn man die jetzt anleuchtet, dann passiert genau das, was durch. Aber der ist ja so empfindlich. Ob das jetzt hier wirklich was bringt, schauen wir mal. Erstmal muss der Piezo raus. Das heißt, wir legen den schon mal lahm. Den anderen lasse ich mal drin, weil ich spoile mal eben. Die nächsten Tage brauchen wir ihn wieder. So, hier kommt die grüne raus. Wo ist mein Kästchen? Ach so, ich hole das mal eben runter. So, hier ist mein Kästchen. Hier muss irgendwo die rote drin sein. Da ist die rote. Lange nach hinten. So, dann der Dings kommt raus. Und jetzt brauche ich 100 Kilo Ohm. Haha. Wie finde ich den jetzt, ohne meine Tabelle zu suchen? Ganz einfach, indem wir mal gucken, wo der drin war, an welchem Tag. Tag 7. Und bei Tag 7 steht nämlich jetzt die Kodierung hoffentlich. Ein Widerstand heraus 100 Kiloohm. Braun, schwarz, gelb. Braun, schwarz, gelb. Da ist er. Da ist er. So, wie soll der jetzt gesteckt werden? Hier rüber nach da. Okay, hätten wir. So, die grüne jetzt ging rum, also der lange Draht hier nach unten, weil gegen den Strom. Der Strom fließt, wie gesagt, von oben nach unten in diesem Fall. In diesem Fall. Und auch hier unten der lange, auch Moment, der Kondensator kommt auch raus. So, und das ist es im Wesentlichen schon. Jetzt gucken wir mal. Wo ist meine Ta Lampe, Komma Tasche? Erstmal passiert hier gar nichts. Gucken wir noch mal neu. Haben wir was falsch gemacht? Nee, die sitzen richtig drin. Wieso eigentlich zwei? Wir machen das mal anders.
Ich habe nicht verstanden, warum die zwei wollen. Ach so, ja, jetzt leuchtet die natürlich. Das ist natürlich hier wieder nicht so schön. Ah doch, da hat er umgeschaltet. Nee, die sitzen auch beide verkehrt rum drin. So, jetzt habe ich aber keinen Spannungsteiler. Ach Gott, ja, ich brauche noch den Spannungsteiler, das ist klar. Irgendwo. So, aber... Ah, so geht's. Guck mal. Wenn ich ihn abdunkel, das ist wohl immer noch zu hell hier. So, jetzt probieren wir es mal mit zweien. Nee, dann geht's nicht mehr. Ach, Moment, die sollte man auch vielleicht richtig rum reinstecken. So. Ja, der ist sehr, sehr, sehr empfindlich. Ja, okay. So, wie gesagt, da sind auch andere Störsachen mit bei. Okay, das soll der Tag 14 gewesen sein. Dann kommt jetzt als nächstes Tag 15 Fingerorgel. Da habe ich bei YouTube immer so den Verdacht, wenn ich so sehe, dass die Videos später noch geguckt werden, dass da einige sich von diesen Fantasienamen, mehr ist es ja nicht, ein bisschen ableiten lassen. Von den, dass das also auch irgendwo mehr oder weniger falsche Hashtags sind. Bis dahin, ade.